ist er auch direkt mal durch und da gibt's das 1:0. Keine 5 Minuten gespielt. Verliert dann aber direkt Jawohl. Wieder den Ball und jetzt ist Danilo da und macht hier das 2:0. Oh Mann. Schöne Ballrolle und das dauert nicht zu lange. Er macht ihn rein. 3:1. Nein, nee, eigentlich geht, aber jetzt steckt er durch und dann macht er das 3:2. Wann hast du eigentlich zuletzt mal was Ball. Gewonnen? Kiefer? Guter langer Ball und da was ist macht Kiko denn da? Der war was ist da los? Was ein Fehler macht. Oh, gut gespielt und dann macht er das 2:0. Oh, jetzt mal die Möglichkeit, hier zum 3:1 zu erhöhen ja. Und dann wär's das! Das muss der Sack sein! Da ist er! Da ist er! 3:1! Und damit lege ich mich fest, das Ding ist hier gelaufen! Oh, Ronaldo oh. Wieder durch und schließt ab und wieder Manuel Neuer! Latte! Bale! Rein das Ding! Nee, das 1:0 für Marvin! Auf jeden Fall! Aber da gibt es das 2:0! Achtelfinalisten und dann ist er direkt drin! 1:0! Marvin fängt hier wieder an, wie die Feuerwehr! Hier wieder auf der anderen Seite komplett durch. Da ist Toni die Flanke und da ist das Tor. Da ist das Ding. Oh, da ist er schon wieder dran und dann macht er das 1:0. Marvin on fire. Oh, spielt er sich gut durch und da ist das 2:1 für Marvin. Oh, Marvin hier schön quergelegt und da ist das sichere 3:1. Da kommen und jetzt legt er nochmal quer und macht hier das entscheidende 4:2. Toni Kroos übrigens. Stark gemacht. Da ist der Abpfiff und damit haben wir den ersten Sieger mit Namen Marvin Hinz hier in der ESLM-Meisterschaft.